Es ist halb. Wer jetzt nicht da ist, hat's verkackt. Sehr schön. Zumindest das Intro haben wir schon mal überstanden. Jeder, der jetzt hier noch keine 16 oder 18 ist, ne? Wisst ihr Bescheid. Es liegt wahrscheinlich nicht an euch, wenn hier irgendwelche komischen Dinge in diesem Spiel passieren. Das ist eine tolle Warnung. Wenn Spiele sowas machen, finde ich das immer sehr, sehr großartig. Schrecken, der wahre Schrecken, der den Geist lähmt. Sollte da was stehen? Wahrscheinlich stehen. Ja, lähmt mit seinen Albträumen Narben. Es ist eine tolle Schrift, kann man ganz hervorragend lesen. Macht aber nichts, das kann man lesen. Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Einen wunderschönen guten Abend. Und herzlich willkommen an alle, die hier da sind, die im Chat da sind. Ich freue mich sehr, dass das jetzt doch noch irgendwie klappt. Wobei, man soll ja nicht zu viel erwarten, bevor das Ding ja noch nicht durch ist. Ich habe mit diesem Spiel sehr, sehr viel Spaß gehabt. Einmal richtig in echt und einmal sarkastisch, als ich nämlich versucht habe, hier nach diesem etwas einstündigen, ich glaube eine Stunde haben wir gespielt oder anderthalb Stunden damals bei der Superkreuzburg mit dem Basti, was ja wirklich bei Interesse, auf Interesse gestoßen ist bei euch. Und da dachte ich, Mensch, dann machst du doch mal eben ganz fix ein Let's Play. Und das war, es war die Hölle. Es war wirklich die reine Hölle. Ich habe Tage damit verbracht, das irgendwie hinzukriegen. Ich weiß nicht, was es ist, aber technisch mögen sich Elgato und dieses Spiel überhaupt nicht. Und naja, dann dachte ich eben, oh, machst du doch mal eben Livestream. Und habe gestern dann nochmal bis, glaube ich, halb zwei verbracht, das Ding irgendwie so zum Laufen zu kriegen, so wie es sein soll. Denn wir werden nicht nur das Spiel in seiner ursprünglichen Form von 2006 sehen, sondern es wird mit einem inofficial, ja, na, einen nicht offiziellen Patch laufen. Dieser Patch, der sorgt dafür, dass ein, zwei Bugs aus dem Spiel verschwinden, die tatsächlich ziemlich fies waren, weil ich möchte jetzt nicht spoilern oder so, aber man kommt zu einer Stelle, wo man etwas tun soll und das konnte man nicht tun, weil das Spiel das einfach nicht angezeigt hat. Und das ist ärgerlich und deswegen gibt es diesen Patch. Dieser Patch macht aber auch noch ein bisschen mehr. Der reguliert so ein, zwei Sachen, wie zum Beispiel, dass man nicht aus 20 cm Fallschaden nimmt und sich beide Beine bricht. Das sind so Dinge, die sind ein bisschen ärgerlich gewesen. Und ja, deswegen habe ich da ein bisschen dran rumgeschraubt. Außerdem ist hier noch die SweetFX-Mod am Laufen, tun, sein, machen. Diese SweetFX-Mod macht das Ganze ein bisschen hübscher, macht die Kontraste ein bisschen anders und die Farbgebung ein bisschen anders. Werden wir aber gleich alles sehen. Ansonsten habe ich für heute Abend geplant, dass wir so ungefähr zwei, vielleicht auch drei Stunden spielen. Das sind nämlich die zwei, drei Stunden, die ich jetzt auch schon drei oder viermal gespielt habe. Es wird ein bisschen was vorgelesen. Entsprechend werde ich das Spiel auf Deutsch spielen, weil auch die deutsche Synchronisation oder die Übersetzung ist ehrlich gesagt, weiß ich, bei mir ist sie so hängen geblieben. Die ist nicht besonders gut. Mittendrin hört sie auch einfach mal auf, wird Englisch, ist auch nett. Aber ich habe das damals 2006 dann und 2005 einfach auf Deutsch gespielt und mir ist das so hängen geblieben. Ich hoffe, dass das ist in Ordnung. Ich werde aber dabei nicht die Stimmen verstellen, von daher seid sicher, was das angeht. Ich werde es einfach strikt vorlesen. Ansonsten würde ich auch noch ganz gerne ein bisschen den Fokus auf die Kurzgeschichte Ein Schatten über Innsmouth legen von H.P. Lovecraft, was so ein ziemlich eindeutiges Vorbild ist von diesem Spiel. Die habe ich gerade erst gelesen, ist einer meiner Lieblingsgeschichten von Lovecraft und werde da so ein bisschen die Parallelen ziehen. Die sind nämlich ziemlich faszinierend und sehr, sehr interessant und machen dieses Spiel auch gerade in dieser Hinsicht nochmal sehr interessant. Ja, wenn es Fragen gibt, ich habe den Chat so ein bisschen im Auge, werde da auch gerne auf ein, zwei Sachen eingehen und hier in diesem Spiel gibt es auch ein, zwei Rätsel, die der Chat sicherlich in 0, nichts gelöst haben wird. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Gut. Wir starten mal direkt ein neues Spiel. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe so Angst, dass hier einfach alles abschmiert. Wir könnten als abgehärteter Detektiv spielen, aber dafür bin ich zu schlecht. Deswegen spielen wir lieber Privatdetektiv. Und genießen erstmal diesen, wie ich finde, sehr stimmungsvollen Vorspann. Und das ist nicht da, wo der Joker sitzt. A real fear, a fear of myself, of what I am,
and of what I've always been. All that I was is now lost. Hope, purpose, pleasure, all meaningless. I now walk in the shadows between worlds, and it is there I have finally glimpsed upon what lives in the dark corners of the Earth. Ist immer schon ein super Beginn, wenn sich die Spielfigur einfach mal umbringt. Das finde ich immer ganz interessant, was so ein bisschen Foreseeing ist. Ne? Man denkt, na, was kann schon so schlimm gewesen sein? Und dann so weit 6,5 Jahre zuvor. Finde ich angenehm. Schön, schön simpel. Ist auch eine schöne Überleitung. Wir haben eben gerade das Tagebuch von Jack Walters gesehen, der Figur, die wir auch spielen, im Asylum, Arkham Asylum, mit seinem eigenen Blut geschrieben, hier noch mit Tinte und Füller. Bitte wundert euch nicht über diese seltsamen Kristalltränen, die über die Linse laufen, die sind etwas seltsam. Der Stream ist übrigens nicht in 60 Frames. Ich wollte erstmal auf Nummer sicher gehen, gestern gibt es nur 30. Robert, this had better be good. What's the beef? Sorry, Jack. We had to call. This fellow will only talk to you. Name's Victor Holt. Don't know any Victor. He's the leader of this weird cult that moved in here a few months back. Got about 20 followers. They've been causing trouble all over town. Stealing, going through folks' trash. Hanging around outside people's homes at all hours. No one ever presses charges, though. They're a screwy bunch. They've got the locals scared. So tonight, we were just passing, you know, doing the normal rounds, when we heard gunshots fired from their property. Gunshots? Hang on there. No one said anything about gunshots. Who have we got out here? Yeah, just me, Nichols, and a few new recruits. Well, that's just great. Lead the way, Robert. I better check out this crazy gang of yours. Ja, was kann schon passieren? So, noch einmal, weil wir gerade hier stehen und der gute Officer schon mal vormarschiert. Dieses Spiel hat eine Mod drauf, die SweetFX-Mod, die ungefähr das hier macht. Jetzt ist sie drauf, jetzt ist sie weg. Achtung, jetzt ist sie drauf, jetzt ist sie weg. Ich finde das tatsächlich auch so ohne die SweetFX-Mod sehr spielenswert. Ich finde, es bringt schon atmosphärisch einiges mit sich, aber das macht das Ganze einfach nochmal einen Ticken besser. Ist jetzt vielleicht nur so eine kleine subjektive Nummer, aber für meine Verhältnisse finde ich das ganz nett. Hier ist übrigens auch noch dann eine Blumengeschichte drauf, dass das Licht so ein kleines bisschen hübscher aussieht. Pardon, da sind wir wieder. So, wir sollten wieder da sein. Das Schöne ist, das hat noch nicht mal was mit der Technik zu tun gehabt. Ich habe einfach einen falschen Knopf gedrückt. Also, wir sind noch hier. Hier ist so, wie gesagt, noch ein kleiner Blumeneffekt drauf. Den könnte man theoretisch auch an- und ausmachen. Aber wenn ich diese Tastenkombination zum An- und Ausmachen drücke, dann stürzt das Spiel ab? Nein, dann habe ich gerade, glaube ich, eben den Stream ausgemacht. Wie dem auch sei. Also, optisch hat sich ein bisschen was getan. Ich finde das sehr, sehr nett. Ich komme ja sofort. Die Sache mit dem Patchen, da gibt es ein sehr gutes Tutorial. Das werde ich bei Gelegenheit auch nochmal verlinken. Ist jetzt nicht ganz so kompliziert. Man muss aber tatsächlich ein, zwei
ein, zwei Dinge machen. Der Patch, wie gesagt, ist bisher ganz nett. Wenn ihr da noch Fragen habt, erkläre ich mich gerne dazu. Erstmal sollen wir jetzt aber hier diese Kleinigkeit auschecken, wie man früher in Detektivisch gesagt hat. Eine Sache noch zum Spiel selber. Ich werde zu Lovecraft bzw. auch dem Cthulhu-Kram gleich noch ein bisschen was sagen. Das Spiel selber ist halt eben ein, ja, ein Ego-Action-Adventure, möchte ich sagen, das sehr, sehr schön Wert auf Story legt. Es gibt natürlich auch ein Inventar. Das sieht so aus und das ist, finde ich, ist eine ganz schöne Sache. Wir werden uns möglicherweise das ein oder andere Mal verletzen. Es könnte sein, dass ich mir mal einen offenen Bruch zulege oder einen Kratzer übers Gesicht. Das können wir uns dann mit den entsprechenden Dingen hier ja, wieder herauswaschen. Also das sollte man auch machen. Dafür braucht man natürlich Dinge. Die werde ich aber bei Gelegenheit dann noch erwähnen. Wir haben ein bisschen Morphium, was man sich spritzen kann, wenn man Bock drauf hat. Eine Spielzeituhr, was auch nicht verkehrt ist. Und ein Tagebuch. Und in diesem Tagebuch, da wird allerhand landen. Ich würde ganz gerne da immer ein bisschen was draus vorlesen, weil da sind wirklich sehr interessante Sachen dabei. Und wenn das gehen würde... Jetzt geht's. Aha, sehr schön. So, wir haben nämlich hier, 1915 sind wir. Das spielt, wie gesagt, 6,5 Jahre vor dem, was wir da gerade in dem Vorspann gesehen haben. Wir sollten uns die Zeiten wirklich ein bisschen merken. Die sind nämlich nicht unwichtig. Und wir fangen an mit der örtlichen Störung. Und da ist das Spiel gerade bei mir geminimized. Was ist denn hier los, ey? Läuft hier wieder hervorragend. Also, 6. September 1915, abends. Ich glaube, ich wäre allmählich ein Opfer meines eigenen Erfolgs. Nachdem ich die letzten 5 Fälle in Rekordzeit abgeschlossen hatte, wurde ich von den Medien zu etwas wie einem regionalen Helden gemacht. Aber ich hatte einfach nur ein paar zutreffende Vorahnungen, nichts weiter. Ich bin nur ein einfacher Polizist, der seine Arbeit macht. Es gibt also einen Vorfall bei einer hiesigen Wohnung. Wahrscheinlich geht es um ein paar Jugendliche, die zu viel Schwarzgebrannten getrunken haben. Warum sollte man da einen Detektiv rufen? Ja. Vielleicht haben es die uniformierten Jungs satt, in diesem Wetter unterwegs zu sein und möchten den Spaß mit einem örtlichen Helden teilen. Das wäre nicht der erste tolle Scherz, den ich seit diesen Zeitungsberichten erleben muss. Ich weiß nicht, aber irgendetwas stimmt nicht. Es ist mehr als einfach nur ein herkömmliches, schlechtes Gefühl. Es ist schwer zu erklären, aber es ist intensiv. Hier, früher hat man Gefühl immer noch mit T geschrieben am Ende, das ist wichtig zu wissen. Wahrscheinlich bin ich einfach nur müde, diese Träume sind nicht gerade hilfreich. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich zum letzten Mal eine Nacht durchgeschlafen habe. Muss mindestens einen Monat her gewesen sein. Genau zu dem Zeitpunkt, an dem ich begann, diese Vorahnung zu haben. Die Träume sind in letzter Zeit schlimmer geworden. Ich habe schon regelrecht Angst, meine Augen zu schließen. Bourbon hat am Anfang geholfen, aber das funktioniert inzwischen auch nicht mehr. Der Schlafmangel wirkt sich wohl auf meine Nerven aus. Egal, ob mir jetzt die Muffe geht oder nicht, ich sollte besser losgehen. Das sind so Sachen, die kann man halt lesen, die werden einem vom Spiel aber nicht aufgezwungen, was ich tatsächlich auch mal ganz interessant finde. Es ist aber für die Geschichte nicht unwichtig und gerade eben auch so für diese Lovecraft-Welt. Na? How you doing, kid? Good, sir. Is it true what they say about you? Depends on what they're saying. That you've cracked cases where there was no evidence. You shouldn't believe everything you hear. Right. Genau. Dinge, die man hört. Jack, Officer Nichols will brief you at the top. Be careful. Sind wir immer. Something must be wrong. I think I saw him with Officer Armstrong. Just take it easy. Evening, Jack. Glad you could join the freak show. How's it looking, Henry? I don't like this one bit, Jack. Check the alley on the right. Victor Holt's over there in the shadows. He's waiting for you. Can we trust him? Nope, but we've got you covered. You better take it slowly, though. They're a bit twitchy. Ja, Verrückte mit Knarren, kann man denen trauen? Ist eine berechtigte Frage. Wir sind definitiv der Beste. Ja. So. Eine Sache, die dieses Spiel auch gerne mal macht, sind solche Dinge. Nämlich tatsächlich einfach mal die, ja, die visuellen Dinge ändern. Das passiert öfter mal, wundert euch da also nicht. Eigentlich wundert man sich nicht, weil man weiß ja, dass es zum Spiel gehört. Ich finde, das ist ein schönes Add-on. Das ist so ein bisschen eine Sache, die man ja bei Lovecraft-Spielen oft findet. Also wenn ich da zum Beispiel an Bloodborne denke oder an Eternal Darkness, also Spiele, die sich eben ganz klar an diesem Universum orientieren.
die immer sehr viel mit diesem Insanity-Meter bauen. Also wirklich, ne, die Hauptfigur wird mit Sachen konfrontiert, die nicht so hundertprozentig normal sind und die irgendwie auch ein bisschen komisch sind. Solche Bilder zum Beispiel würde ich mir jetzt nicht über den Kamin hängen. Toll. This blasphemous image makes me feel uneasy. It looks like an eye, but the rest of the painting has no real shape. Das hier finde ich auch sehr interessant. A depiction of some alien creature. Das sind hervorragende Bilder. Ja, Bloodborne, weil ich das gerade im Chat auch sehe, ist tatsächlich ein Spiel, was sich sehr an Lovecraft bzw. im Lovecraft-Universum orientiert. Und auch an diesen hübschen kleinen Zeichnungen. So. Was haben wir denn hier? As I continue to translate the necrotic fragments, I become more and more eager to contact my Yithian masters. These beings truly are gods to us. Their intellect and knowledge surpasses ours in ways impossible to comprehend. I know now just how insignificant mankind is in the universe, a doomed and simple species thrown up as a side effect of an experiment by the elder things. It is a blessing that such flawed creatures as ourselves have such a short and limited future. Das ist eine schöne Geschichte gewesen, die würde ich auch auf jeden Fall meinen Kindern noch erzählen. Ja, Lovecraft, vielleicht um mal ganz kurz einzuführen, den guten Autoren, der, ich glaube, so den kosmischen Horror geprägt hat oder Horror allgemein eine sehr, sehr eigene Welt gebracht hat. Ja, ist, finde ich, eine sehr, sehr interessante Figur. Also der Autor selber, das Universum selber ist natürlich nicht nur durch ihn geprägt, sondern auch natürlich ganz viel. Dieses Spiel beruht, wie man im Abspann dann auch sehen kann, tatsächlich auf einem Brettspiel, beziehungsweise so einem Pen-and-Paper-Spiel, das Call of Cthulhu hieß, von 1981 ist. Genauer dann auf einem Zusatz, der sich Escape from Innsmouth nennt. Also dieses Spiel beruht eher auf dem Ding. Da aber dieses Brettspiel dann am Ende dann schon wieder auf Schatten über Innsmouth beruht, kann man also diese Kurzgeschichte von Lovecraft durchaus da als entsprechendes Vorbild nehmen. Erstmal schauen wir uns hier etwas um. Wieder diese schönen Bilder da. Und das hier, das ist nicht unwichtig. Ja, ja. Mit denen können wir abspeichern und das sollte man auch tatsächlich mal machen. Ich habe hier schon mal, wie gesagt, mehrfach versucht zu spielen und aufzunehmen. Das hat aber nie so richtig geklappt. Ich habe eine kleine Problematik tatsächlich, dass ich einen doppelten Mauszeiger habe. Also nur um euch zu erklären, warum ich hier gerade etwas nervös wirke, eventuell. Ich habe einen doppelten Mauszeiger. Ich bin einmal im Spiel selber und einmal auf meinem Monitor. Und ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich gerade mit einem Mausklick aus Versehen mal alles zumache. Da werde ich, glaube ich, vor dem nächsten Stream nochmal rüber gucken. Also wenn plötzlich das Bild weg ist oder der Stream wieder ausfällt, liegt das daran, dass ich irgendwo aus Versehen einen X-Knopf gedrückt habe. So, entschuldigen Sie bitte. Ich habe gehört, hier ist schwarzgebrannter unter. Okay. Ja, eine Sache, die wirklich ein bisschen interessant ist, sind so die Gedanken, die er hört. Also die Jack hört oder die Jack von sich gibt, die passen nicht immer unbedingt zu dem, was man sieht. Hallo. Also wenn es hier Schwarzgebrannten gab, dann ordentlich. Und so, jetzt wird das Bild gerade so ein bisschen schwummerig und unscharf. Das ist so ein psychischer Effekt. Poisoning by the looks of it. He's dead. They're all dead. Das mal so ein richtig amtlicher Kult. Suicide, or rather mass suicide. These nuts had some serious issues. Serious nuts. Ja gut, also so viel sind nicht mehr da, außer die da noch vor sich hinschießen. Was haben wir hier? A diary. This will make interesting reading. Dann ist das doch mal eine unauffällige Aufforderung, das zu tun.
So, allgemeine Indizien. Da haben wir das Tagebuch des Kuttenanhängers. 20. August 1915. Wir haben ihn jetzt 2 Monate lang beobachtet. Ich fühle, wie meine Vorfreude zunimmt, weil der Tag des Kontakts näher rückt. Victor hat seinen Plan, Mr. Walters zu uns zu bringen, noch nicht preisgegeben. Ich weiß nur, dass wir Erfolg haben müssen. Die heutige Predigt war inspirierend. Victor erleuchtete uns mit einer Geschichte über die große Rasse, welche die Fesseln der Zeit überwand, um ihn in seinen Träumen aufzusuchen. Unter den bewussten Dingen auf dieser Erde und in den Tiefen der Meere sind wir nur Diener einer größeren Ordnung. Ich kann nur hoffen, dass mir mein Glaube in diesen letzten Tagen beisteht, wenn unsere Meister durch das Tor treten. Ja. Die Experimente da unten haben einen weiteren von unseren Orden verschlungen. Es wird ein weiterer Freiwilliger benötigt, doch wir haben viele davon. Es ist ein Segen, dass wir unsere Dienste anbieten können, wo doch sein Kommen so nah ist. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und Victors Plan ist in Gang. Er wird bald eintreffen. Mittlerweile wird ihm bestimmt klar sein, was er wirklich ist oder sich wenigstens über seine Begabung wundern. Er ist angekommen. Nun beginnt es schlüssig. Schließlich. Jetzt habe ich gerade in den Chat geguckt, da stand Nüsse und jetzt habe ich auch schließlich schlüssig gemacht. Sehr schön. Danke. Jetzt die ganze Stimmung nochmal machen. Ja, die sind, wie man so einen verrückten Kult erwartet. Kreativ im Wände bemalen, aber schon speziell. So. Don't shoot. I'm unarmed. Ah. We've been expecting you, Mr. Walt. Ja. Ja. Damn. He recognized me. And it sounded like he was going to get on the level with what's going on in this joint. Man muss diesem Spiel einfach zugutehalten, dass es tatsächlich viel Liebe für Details hat. Also sich diese ausbreitende Blutlache zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt halt von, also 2005 kam die Xbox-Version raus, 2006 die PC-Version, also 15 bzw. 14 Jahre alt. Ich finde aber, die Atmosphäre passt noch immer. Haha, wir sind so lustig. So schade, dass das keiner gehört hat, weil alle tot sind. Ein Schlüssel. So, wir haben noch eine Tür. Wir haben noch eine Tür, also wir haben insgesamt 2 Türen, eine Tür und noch eine Tür. Gucken wir uns erstmal die hier an. Das ist der Fotoraum. I don't understand. I mean all of these photos. All of them. There must be some kind of mistake. Why would they want me here? That must be an old case. Something I've forgotten. Some screwball with a grudge maybe. Think. Tja, wir haben ja schon im Tagebuch eben gerade gelesen, dass sie uns überwacht haben und das schon eine ganze lange Zeit. Und ja, die waren gut informiert. Ja, um 8 Uhr sind wir rausgegangen, um irgendwann später zurückgekommen. So, jetzt noch ein Schlüssel. Jetzt wird es interessant, weil jetzt erfahren wir mal so ein bisschen, was dann dieser Kult überhaupt ist. Und das wird lustig. Wir haben nämlich eine ganze Ausgabe, zumindest einen Artikel aus der Boston Globe vom 20. August 1909 gefunden. Erleuchtet oder dumm, Bostons merkwürdigste Kirche. Denjenigen unserer Leser, die in der Nähe ihres Hauptsitzes in einer normal aussehenden Bostoner Residenz wohnen, ist die Glaubensgemeinschaft von ETH, oder wie auch immer der Name dieses Kults ist, bekannt. Wer dieser mysteriösen, halbreligiösen Gruppe noch nie zuvor begegnet ist, benötigt eine erklärende Worte. Einige sogar. Da die religiöse Freiheit ein Teil des Fundaments darstellt, auf dem unser Land aufgebaut ist, kamen viele kleine religiöse Gruppen abseits der gängigen Glaubensrichtung, um hier ihr Zuhause zu finden. Nicht gerade wenige von ihnen haben ihren Hauptsitz in Neuengland, wo die Pilger sich ein neues Zuhause frei von religiöser Verfolgung suchten. Aber es muss die Frage gestellt sein, wann ist der Punkt erreicht, an dem eine Religion zu einem Kult wird und ihre vertrauensvollen Anhänger, von den schuldlosen Nachbarn mal ganz zu schweigen, zu opfern? Genau diese Frage wird in diesem Journal in Bezug auf die Glaubensgemeinschaft von ETH aufgeworfen. In einer monatelangen Untersuchung haben unsere unerschrockenen Reporter die Wahrheit hinter dieser sogenannten Kirche sorgfältig ausfindig gemacht. Ihre Ursprünge sind mysteriös, was durch die Tatsache, dass die Anführer der Gruppe Interviews ablehnten und sich weigerten, bei unserer Untersuchung auf irgendeine Weise behilflich zu sein, verstärkt wird.
Es scheint jedoch, dass die Glaubensgemeinschaft vor über 20 Jahren von einem gewissen Victor Holt gegründet wurde, basierend auf einer Offenbarung, die ihm von jenseits dieser Welt zuteil wurde. Holt wurde seit nahezu 6 Jahren nicht mehr gesehen. Seine Anhänger sind offensichtlich der Meinung, dass er mit den geheimnisvollen Kräften hinter seinem Glauben kommuniziert und in Kürze mit neuen Erkenntnissen und Lehren zurückkehren wird. All das hört sich nach einer harmlosen, wenn auch exzentrischen spirituellen Gruppierung an, die sich kaum von vielen anderen unterscheidet. Aber diejenigen, die in der Nähe des Hauptsitzes der Glaubensgemeinschaft wohnen, berichten andere, unheilvolle Dinge. Die Anhänger dieser finsteren Sekte sind an Straßenecken zu finden, an denen sie ihren harmlosen Nachbarn bedrohliche Blicke zuwerfen und häufig kleinere kriminelle Handlungen vornehmen, welche die Polizei weder verhindern noch angehen kann. Es wurden merkwürdige Lichter an den Fenstern des alten Hauses zu jeder Tages- und Nachtzeit beobachtet. Sie verändern ihre Farbe auf unberechenbare Weise und werfen wirre, fremdartige Schatten. Noch beunruhigender sind die Geräusche, die aus dem mysteriösen Gebäude nach draußen dringen. Darunter sind Gesänge, unheimliche Musik und, was am schlimmsten ist, Schreie wie von verlorenen Seelen unter Todesqualen. Viele der Nachbarn der Sekte sind davon überzeugt, dass Menschenopfer oder ähnliche Gräueltaten Bestandteil ihrer Messen sind. Diejenigen, die den Mut hatten, bei der Polizei eine Beschwerde vorzubringen, erhielten als Antwort, dass aufgrund dessen, dass das Haus Privateigentum ist und keine konkreten Beweise für kriminelle Handlungen vorliegen, höchstens Schritte wegen Lärmbelästigung vorgenommen werden können. Wiederholen sich die Schrecken von Salem mehr als 2 Jahrhunderte später in unserer Stadt? Führt diese Glaubensgemeinschaft von Eth unsägliche und kriminelle rituelle Handlungen durch, zu denen Folter und Opferung zählen? Warum bloß wird nichts unternommen, um die Sorgen und Ängste zu nehmen, die sie der örtlichen Gemeinde zufügen? Eine anonyme Quelle bei der Polizei hat dem Globe mitgeteilt, dass der Verdacht vorliegt, dass die Glaubensgemeinschaft in einer Reihe örtlicher Verbrechen verwickelt ist. Aber bis jetzt haben fehlende Beweise und das Zögern nervöser Zeugen, eine Aussage zu machen, verhindert, dass offizielle Ermittlungen durchgeführt werden. Nun gut, sagen wir uns da, wenn die Polizei keine Untersuchung vornehmen kann oder wird, wird eben der Globe weiterhin im Interesse der Bürger von Boston ermitteln und furchtlos die Wahrheit hinter dieser sogenannten Kirche und ihren Anhängern aufdecken. Unsere Ergebnisse werden in den nächsten Monaten auf diesen Seiten veröffentlicht, damit alle die Wahrheit erfahren. Jetzt kommt nur noch eine kleine Anmerkung der Redaktion. Der Globe muss mit großem Bedauern den Tod des Reporters Howard Addlestone mitteilen, der die Untersuchung für die Zeitung hinsichtlich der Glaubensgemeinschaft von Eth leitete. Er ist offenbar im Hafen von Boston Harbor ertrunken. Der Gerichtsmediziner hat als Todesursache Selbstmord genannt. Unsere Anteilnahme geht an die Hinterbliebenen. Ja, das ist natürlich ein Zufall. Ein gewisser. Jetzt ist natürlich die Frage, ob er vielleicht umgebracht wurde oder er hat sich tatsächlich einfach selber umgebracht, weil er nicht ertragen hat, was er herausgefunden hat. Ich finde diesen Kontrast sehr interessant, dass man einfach diesen Detektiv hat, der in diese Sache reingeworfen wird und natürlich das alles überhaupt nicht ernst nehmen kann. Wenn das aber jemand spielt, der schon so ein bisschen was mit Cthulhu zu tun hat, falls man auch irgendwie den Trailer gesehen hat oder sich das Cover angeguckt hat, dann weiß man ja schon, dass da mehr dran ist. Das ist so ein bisschen seltsam. So. Bücher? For nutcases, they seem quite literate. Ich denke, ihr hört es. Ja, wir hören komische Dinge. Egal, wir gucken erstmal, was hier ist. Das ist ja auch interessant. Hier haben wir nämlich, hey, noch was zum Lesen. Keine Angst, das ist nicht... Holds an ancient manuscript. The symbols on the front seem to be written in classical Greek. Es wird nicht die ganze Zeit so viel zu lesen sein, aber ich finde das tatsächlich nicht unwichtig, weil es eben diese Grundatmosphäre und die Grundstimmung und die Grundinformation ganz gut rüberbringt. So, wir haben jetzt was Mysteriöses gefunden, ein Manuskript, Panakotika oder Panakotika. Klingt ein bisschen wie was zu essen. Dieses Manuskript sieht mittelalterlich aus, soll aber angeblich eine altgriechische Übersetzung eines wesentlich älteren Dokuments sein, stammt aus einer Zeit, bevor es die ersten Menschen gab. Die Seiten haben Flecken, sind verblasst und an einigen Stellen verbrannt, was das Lesen erheblich erschwert. Die leserlichen Abschnitte berichten über die Geschichte einer unvorstellbar weit zurückliegenden Vergangenheit. Sie sprechen von Rassen, die so fremdartig sind, dass sie jenseits der menschlichen Vorstellungskraft sind, und von Kriegen, die über unglaubliche Zeiträume und Entfernung hinweg ausgefochten werden. Es ist von Konzepten die Rede, die dermaßen fremdartig sind, dass sie völlig verrückt erscheinen. Zeitreisen, fliegende Polypen, mentale Projektionen, die große Rasse von Eth. Schon vom Lesen wird einem schwindlig.
ist sehr sympathisch. Ich glaube, diese ganze Cthulhu-Nummer, die wird in diesem Spiel sowieso nochmal erklärt, aber ich kann euch sagen, meine Herren, ich habe das versucht. There are definitely some strange sounds coming from this side of the room. Ich habe das mal versucht, mir nochmal im Vorfeld anzugucken und meine Herren, das ist was, ne? Das ist nichts, was man mal eben durchliest, diese ganze Cthulhu-Nummer. So, das ist übrigens eine Stelle, bei dem mein Spiel, also meine Steam-Version, die ich jetzt dann habe, regelmäßig abgestürzt ist. Und ich habe auch gehört, dass das bei einigen anderen der Fall ist, da auf jeden Fall diesen unauffälligen Patch mal installieren. Den werde ich, wie gesagt, bei Gelegenheit noch verlinken. Ansonsten einfach mal bei Google googeln. Unofficial Patch Call of Cthulhu. Da findet ihr das und da gibt es auch direkt eine Beschreibung, wie man den draufzieht. Ich hoffe, dass das Spiel jetzt nicht abstürzt. Ich traue dem Spiel alles zu. Shit. That did not sound good. Naja, was soll sein? Gut. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal gespielt habe. Da hatte ich ein richtig gutes Gefühl, als ich hier runtergegangen bin. Jetzt kletter ich gerade, glaube ich, die Leiter wieder hoch. Auch schön. So, dann, nup. Genau. Das Spiel hat trotzdem übrigens noch Soundbugs, wollte ich sagen. Die sind trotzdem immer noch drin. He's dead. The beam must have fallen and crushed his skull. Ja, ist sicher gebaut. Auch schön. Medical charts on the human anatomy. Sollte jeder Keller haben. So eine richtig gemütliche Leichenhalle. Dead bodies and plenty of them. Something dreadful has been going on down here. Wir sind so ein guter Detektiv, ne? In all my time on the job, I've never seen anything like this before. From the markings, he must have been one of their own. I wonder if he volunteered. Gut, also, Menschenopfer und so. Und es wird immer besser. Von einem einstürzenden Gang in der Leichenhalle in das hier. Man kann sich auch nur wieder mal erschrecken. Ich habe nämlich vergessen, dass dieser Zoom mit dem Soundeffekt da war. I've never seen equipment like this before. Und ja, der bewegt sich noch. Good God, what the hell is all this? I've never seen such equipment before. Who could have made such a machine? So, also. Was haben wir denn hier? His beating heart. Ja. Okay. The contraption above seems to be controlling his breathing. Ja, aha. Looks like his stomach. Schön. Lass mich raten, was wir hier haben. Looks like his brain. I wonder what those wires are for. This pipe must drain the waste from his intestines. Looks like his kidneys. They're moving around in all that liquid. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher, was hier abgeht oder wofür diese Maschinerie ist. Ich habe auch versucht, das zu verstehen. Wir haben hier das hier und ja. Ich weiß nicht, ob das Sinn der Sache ist. Also ob diese Maschine da ist und wenn man dann da drauf drückt. Ich weiß nicht, ich hoffe, man sieht ein bisschen was, weil es ist wirklich sehr, sehr dunkel. Ich hoffe, das ist bei euch trotzdem noch ein bisschen erkennbar. Also, ich bin mir nicht so richtig sicher, was das mit dieser ganzen Cthulhu-Nummer auf sich hat. Also im Sinne von, warum man das hier braucht. Na gut, der hat es aber hinter sich, könnte man
sagen. Und wenn uns jemand fragt, das war schon so. Ist viel zu dunkel. Soll ich mal gerade ein bisschen ausprobieren, ob wir es ein bisschen heller kriegen? Grafikoption. Da passiert jetzt aber nicht so richtig was. Bei mir zumindest gerade nicht. Nee. Ich kann euch ja beschreiben, was man sieht. Nicht viel. Hier ist auch gar nicht so viel zu tun. Hier ist nur so ein komisches Becken, was man nicht sieht. Und wieder mal so ein Schalter. Und den drücken wir einfach mal. Ach so, ja, richtig. Dann machen wir das nochmal. Wenn es viel zu dunkel ist, bitte sagen. Ich kann dann nochmal gucken, ob ich hier noch ein bisschen was einstelle gleich. Aber jetzt wird sowieso erstmal ein bisschen heller. Ich guck mal gleich, ob wir bei der Helligkeit noch was einstellen. Mache ich sofort, sobald wir diese Kleinigkeit erledigt haben, weil jetzt sollte man ja ein bisschen was sehen. Solange man grob erahnen kann, was hier los ist. But to me, it was just 5 months ago. Amnesia, the doctors called it. Probably brought on by acute mental stress. I remember investigating the far side of the library. There was screaming. According to the police report, they had searched the house for hours, only to find me later, collapsed on the floor. When my eyes opened and I spoke, my colleagues recoiled in fear. There was something unnatural in my voice and blank gaze. They committed me to Arkham Asylum, where I was diagnosed with severe schizophrenia. As it became clear that I presented no danger to either myself or others, I was released from the asylum's care. I have learned little of my activities in the 6 years that followed. The accounts I've been able to piece together show much of my time was spent in travel and study. I maintain a fanatical infatuation with the occult, delving deep into volumes concerning witch cults and dark legends. Often in languages unfamiliar to my own. When I reawakened 5 months ago, exactly 6 years after entering that house in Boston, no trace was left of what had been a secondary personality. I was myself again, or at least what I believed myself to be. Return to normal life has been a painful process. In recent days, my dreams have been plagued by cosmic landscapes, and I've become fearful of my own reflection. I'm beginning to remember things from that day, more than 6 years past, that I've told myself. Ja, die haben Reflection gerade mit Betrachtung übersetzt. Jack Walters. Hello, Mr. Walters. My name's Arthur Anderson. I need your help finding a missing person. I don't take that kind of job. Did you get my package? Hold on.
What exactly do you want from me, Mr. Anderson? It's one of my store managers, you see. Brian's his name. Ryan Burnham. Nice lad. He disappeared recently from the First National grocery store in Innsmouth. Innsmouth? Eh, never heard of it. It's a small fishing town on the coast, not far from Arkham. I'd like to see you in person before you leave. Hold on there a minute. I didn't agree to take this what the hell? I'll be here all day anyway. Das beste Argument, das ich jemals von einem Detektiv gehört habe, irgendeinen Fall zu übernehmen. Ich bin nur sowieso hier. So, ich werde jetzt gleich mal ganz kurz, weil ich habe jetzt mal kurz die SpeedFX-Nummer ausgemacht, weil das dann doch offensichtlich ein bisschen heller geworden ist. Jetzt ist sie quasi wieder an. Ich mache mal ganz kurz ihn außerhalb. Stelle ich mal kurz was um. Vielleicht kriegen wir es ein bisschen heller. Wäre ja nicht schlecht. Unterhaltet euch mal gerade selber. Das ist immer eine super Sache, die man sagen kann. Nö. Na gut, dann spielen wir es im 2v2 gerade erstmal ein bisschen ohne die Mod. Ist vielleicht für den Anfang auch nicht schlecht. Und dann werde ich das für die nächste Session optimieren. Da ist ja auch alles so ein bisschen Test und wir gucken gerade auch nochmal so ein bisschen. Aber ich bin sehr überrascht, dass es hier gar nicht so was gibt, dass man das einfach heller machen kann. Na gut, eine Sache, die nicht unwichtig ist, die wir uns auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen müssen, ist, nach dieser ganzen Geschichte ist er umgekippt, kann sich an nicht mehr so richtig viel erinnern und wurde dann von seinen Kollegen gefunden. Ob die ihn in diesem Keller gefunden haben oder nicht, das wird irgendwie nicht so weiter erwähnt, weil da könnte man ja durchaus nochmal fragen, was das für Apparaturen sind und so. Was sehr interessant ist, danach ist er erstmal in die psychiatrische Anstalt von Arkham gekommen. Arkham ist übrigens dann wirklich so ein, ist eine andere Ortschaft, ein ganzes Stück weiter weg. Da gibt es noch Ipswich und Innsmouth, das ist alles so ein fiktiver Landstrich, den sich Lovecraft ausgedacht hat. In dieser Psychiatrie waren sie nicht so richtig sicher, was mit ihm los ist, aber er hat offensichtlich keine Gefahr für sich dargestellt und haben sie ihn laufen lassen. Dann kommt ein kleiner Sprung von 6 Jahren. In diesen 6 Jahren ist er offensichtlich durch die Gegend gewandelt und hat so nachträglich versucht rauszukriegen, was er da gemacht hat. Er ist offensichtlich viel gereist, hat sich mit irgendwelchen Sprachen beschäftigt und irgendwelchen Kulten und weiß der Geier, was ist so lauter Kram, mit dem er eigentlich nichts anfangen kann. Er weiß aber nicht mehr viel. Dann, exakt 6 Jahre nach diesem ominösen Tag in diesem Haus, ist er wieder aufgewacht. In Anführungszeichen. So, ist dann wieder in die Anstalt gekommen. In der Anstalt haben sie gesagt, Mensch, das wird aber irgendwie höchstwahrscheinlich irgendeine komische Nummer gewesen sein. Da zweite Persönlichkeit, gespaltene Persönlichkeit, irgendwie sowas. Es ist halt direkt wieder weg. Wir können es auch nicht erklären. Komisch ist es, er hat dann ein halbes Jahr damit verbracht, rauszukriegen, was da passiert ist. Hat versucht, das zu recherchieren. Aber das ist alles irgendwie, naja, wie auch immer. Jetzt haben wir aber einen neuen Fall. Jetzt wird alles wieder gut. Und er hat nämlich einen neuen Klienten. Mr. Arthur Anderson, der regionale Leiter der First National Lebensmittelkette. Der First National Lebensmittelladen in Innsmouth wurde anscheinend kürzlich ausgeplündert und sein Leiter, ein gewisser Brian Burnham, ist verschwunden. Soweit ich mitbekommen habe, ist Burnham ein junger Spitzbube. Mr. Anderson gab ihm den Posten, weil er ein Freund der Familie ist. Burnham sieht nach dem Hauptverdächtigen bei diesem Raub aus, aber es gibt da ein paar andere Dinge, die nicht so richtig ins Bild passen. Nicht für Anderson, auch nicht für mich. Warum sollte sich der junge Burnham beispielsweise gewaltsam Zutritt zum Laden verschaffen, wo er doch alle Schlüssel besitzt, freien Zugriff auf die Kasse hat und die Kombination des Safes im Verwaltungsbüro kennt, um eine falsche Fährte zu legen? Doch wenn dies seine Absicht war, warum ist er dann verschwunden? Nach der Unterhaltung mit Mr. Anderson versuchte ich so viel wie möglich über die alte Stadt Innsmouth zu erfahren. Schon seit Generationen werden der zerfallene Seehafen und seine Bewohner gemieden. Auswärtige sind dort nicht willkommen und es gibt auch abergläubische Geschichten über ein seltsames, nicht ganz menschliches Element in den ältesten Familien des Ortes. Es wird erzählt, dass ihr Blut gemischt ist, was immer das auch bedeuten mag, zweifelsohne das übliche Dorfgewäsch, das man überall hört. Nach einem kurzen Besuch in Innsmouth ist mein Klient misstrauisch gegenüber den dortigen Behörden. Er glaubt die Geschichte nicht, dass Burnham den Laden ausgeräumt hat und er will wissen, was mit ihm passiert ist. Es fährt nur ein Bus nach Innsmouth. Und morgen Nachmittag werde ich dort drin sitzen. Es ist ein gutes Gefühl, wieder einen Sinn in meinem Leben zu sehen, nachdem ich 5 Monate lang versucht habe, meine Amnesie zu überwinden. Ich bin etwas unruhig. Vielleicht wegen der wirren Geschichten über die Stadt oder vielleicht, weil ich so lange keinen Fall mehr hatte.
Ja, ich erzähle gleich ein bisschen was zu der Geschichte Schatten über Innsmouth von Lovecraft, weil jetzt fangen so wirklich die Gemeinheiten, die Gemeinsamkeiten an, Gemeinheiten auch. Wir fahren jetzt aber erstmal schön in dieses hoffentlich malerische Städtchen. Yay! Das Spiel. Nee, läuft immer noch. Komisch. Ich hatte ganz kurz die Anzeige, es wäre abgestürzt. Erstaunlich. Erstaunlich. Also ja, es gibt so ein paar Problemchen, die wir haben, aber insgesamt ist immerhin läuft's noch. Driver, how far did he stop? Almost there. I'll drop you at the town square in Innsmouth. Why lock the gates? Keeps out wanderers looking for work. We don't want those folks like that interfering with our affairs. Is the bus from Arkham always this empty? Aye, and we prefer it that way. Not many come to Innsmouth. But what about trade? Surely the port needs business. Innsmouth has the means to look after her own. Ja, schon malerisch hier. Hier links. Weiß nicht, ob man sieht, eine schöne Statue. Ohne Kopf, aber immerhin. Jeder fängt mal klein an. Ich schlage die Brücke zu Schatten über Innsmouth sehr, sehr gekonnt, wie ich finde. Natürlich, ist überhaupt nicht vorbereitet. In dieser Kurzgeschichte geht es nicht um einen Detektiv, sondern letztendlich um einen Reisenden, der sich ein bisschen in seiner Freizeit so die Gegend angucken möchte und dem viel von Innsmouth erzählt wurde, der so ein bisschen was gehört hat über diese kleine Stadt, auch wenn ihm gesagt wurde, nee, geh da mal lieber nicht hin, das ist nicht so und die Leute wollen auch nicht so richtig mit einem was zu tun haben. Er ist dann aber natürlich trotzdem dahin gefahren und hat auch diesen Bus genommen und in diesem Bus, diesem wirklich schönen Beispiel eines Busses, saß auch dieser Typ. Ich drehe mal gerade ein bisschen ins Licht, vielleicht kann man ihn ein bisschen besser sehen. Ja, geh ruhig. Der gute Joe, der wird beschrieben als jemand, der schon anders aussieht. Und diese Andersartigkeit wird von allen Anwohnern von Arkham und Ipswich so ein bisschen eher als ja, der Innsmouth-Look beschrieben. Und ich möchte sagen, ja, die haben einen Innsmouth-Look oder einen speziellen Look. Es gibt ja auch ein paar normale Leute, aber in der Regel sehen die Leute eher so aus. I'm looking for Brian Burnham. Can't help you. Und sie klingen auch so. Die sind richtig freundlich. Das ist auch das, was der Reisende in Schatten über Innsmouth erfährt. Was ich sehr schön finde an der Geschichte und auch an diesem Spiel ist, dass hier sowohl die Namen als auch eben die Beschreibung identisch ist. Also es gibt auch in dieser Kurzgeschichte diesen Platz. Es gibt die einzelnen Straßen, die da abführen. Es gibt auch dieses wunderschöne Hotel Gilman, das man hier hoffentlich ein bisschen sehen kann. Das sind so lauter kleine Dinge, die mir beim Spielen dann sehr, sehr viel Freude ja, sehr viel Freude gemacht haben. Ich würde sagen, wir können uns ja erstmal ein bisschen umschauen, bevor wir tatsächlich so storytechnisch weitermachen. Ich würde erstmal ganz gerne hier in dieses Hotel reingucken. Das wird in der Geschichte als relativ schäbig beschrieben und ja, finde ich, kann man durchgehen lassen, diese Beschreibung. Hier haben wir Charlie Gilman, der Besitzer dieses wunderschönen Etablissements. Hi. My name's Jack Walters. I'm just visiting. You don't say, sir. Gilman. Charlie Gilman. I run this here hotel of an evening. You got any rooms? I'd not rightly know that for sure. All habits cleaning rooms at present. Them's from out of town can leave a horrid mess. Ein sympathischer. Talking to this fellow's getting me nowhere, and he's more than a touch creepy. If I need a room and I'm desperate, then I'll come back. Das wird garantiert nicht passieren, da bin ich mir sehr sicher. Es wäre schon sehr, sehr absurd, wenn wir hier in diesem Hotel landen würden. Das ist, also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. So, ich würde mir ganz gerne ein paar Kleinigkeiten angucken. Ich hoffe, man sieht was. Also schreibt gerne immer noch mal in den Chat, wenn das viel zu dunkel ist, weil dann müssen wir uns da echt eine Lösung überlegen. Und mit wir meine ich mich. Dann würde ich nämlich mal ganz kurz eine Pause einlegen und ein paar Einstellungen vornehmen, wenn es zu schlimm ist.
Dieser 3-Meter-Typ ist auch interessant. Excuse me, Constable. Jack Walters. Ropes. Elliot Ropes. What do you want? Could you help out a stranger to this fine port? Are you being funny? No, not at all. I'm after directions to the First National. I hear they have a store in town. Innsmouth don't take too kindly to them from out of town. Get lost, stranger. Ja, Kollegen unter sich. Irgendwas ist hier passiert. Chit-chat to him's gonna get me no place fast. Ja, ja, ja. Achso, diese Statue ohne Kopf hat auch eine sicherlich eine interessante Geschichte. This statue commemorates the men who fought in the Revolutionary War. Und zwar nur die Kopflosen. Hier haben wir den, ich wollte gerade sagen Tempel, aber das ist eigentlich eher die Kirche von Dagon. Seems this grandiose structure is the esoteric order of Dagon. Und da kann ich den Verweis mal anbringen. Es gibt einen ganz interessanten Film, das ist so ein Low-Budget-Ding, der heißt einfach nur Dagon oder Dagon. Den kann man sich tatsächlich angucken. Gerade wenn man so ein leichter Lovecraft-Fan ist, dann sollte man dem mal eine Chance geben. Es ist kein großartiger Film, aber ich finde, es gibt auch nicht so wirklich viele gute Filme, die diese Art von Lovecraft einfangen. Also klar, es gibt sowas wie Reanimator oder so, die diese Grundthematik, oder was heißt diese Grundthematik, die, sagen wir mal, Lovecraft-Vorlagen nehmen und finde ich auch ganz gut umsetzen. Aber dieses spezielle Ding, dieses Cthulhu-Ding, da gibt es erstaunlich wenig. Übrigens, hier haben wir die First National, diesen Laden, den wir suchen sollen. Da werden wir aber später hingehen. Ich würde mich nämlich gerne das noch ein bisschen umgucken. Hier gibt es nämlich tatsächlich ein, zwei sehr interessante Sachen zu sehen. Also zu sehen in Anführungszeichen, wenn es zu dunkel ist bei euch, dann seht ihr das leider nicht. Aber ich sehe sie und das ist ja immerhin einer. Also wir können natürlich hier mit diesen Leuten reden, mit diesen Leutchen. Die sind aber eher, wie gesagt, nicht so gesprächsbereit. Wir können aber auch mal zum Beispiel hier reingucken. Ich weiß nicht, ob ihr diese Tür seht. Ne, ihr seht gar nichts, ne? Ist wahrscheinlich komplett schwarz. Ja, dann habt ihr jetzt leider eine Leiche verpasst, die in einen Keller gezogen wurde. Vielleicht könnt ihr hier reingucken und da seht ihr irgendwas. Nur ein Schatten wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist natürlich nicht so Sinn der Sache. Es gibt so ein paar kleine Details, wo man schon dran festmachen könnte, dass es hier in dieser Stadt nicht so richtig cool ist. Junge Frau, kommen Sie doch mal ins Licht, damit man sie auch sieht. Evening. The name's Jack Walters. It's a pleasure to meet you, miss. Miss will do for now. Welcome to Innsmouth, Mr. Walters. Thanks, I think. Take my advice. Do what you must and then leave. Tonight, this port does not cater well to visitors. While I appreciate your concern, miss, I can handle lousy hospitality. Very well, Mr. Walters. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Hello again. Mr. Walters. Look, miss, I only want a conversation. There's no harm in that, right? There's plenty of harm. It's not wise to be seen gossiping with outsiders. How about playing dumb for a few minutes? No. Das nenne ich eine Abfuhr. She's too frightened to talk to me. Ja. But this lady knows something. Auch das haben wir mit unserem Detektivgespür gemerkt, dass sie uns Dinge verheimlicht. Hier geht's zur Marsh Refinery. Das ist zumindest vom Namen her sehr, sehr wichtig. Marsh, Obed Marsh, ist eine Hauptfigur in dieser Innsmouth-Nummer. Ist ein alter Seekapitän, der viel im Pazifik unterwegs war. Und wenn mich nicht alle täuscht. Oh Gott, some poor souls hung herself. Ja, das ist tragisch. Aber es scheint nicht so viele zu interessieren. Ja, es ist schon ein bisschen was los. Was auffällt und was auch wirklich Absicht ist, ist, dass hier keinerlei Tiere sind. Also weder Vögel, Katzen, Hunde, kleine Meerschweinchen oder auch Tiger. Hier gibt es nichts, was lebt so wirklich, außer diesen etwas seltsamen Leuten. Das ist, könnte man schon als kleinen Hinweis sehen. Wenn selbst Tiere etwas meiden. With a good windpipe in early, in
this hall and skeletons, man. My boys, these are the joys of the noble and the brave, who love a life in the tempest strife, in the home of the mountain wave. Dann ist doch. From the driving rain of the hurricane, with the lights of the lighthouse out, and the growling thunder sounds his gong, and the whirlwinds battle out. Haben Sie auch was von Nickelback auf Lager? Naja. Who's that there? Who can you spare a few pennies, young mister? I can give you something for your generosity. Who are you? Zadok, that be my name, though too few years it now. Zadok Allen. Do you know a Brian Burnham? Just a young'un. Worked over the store. He's gone. Killed, I reckon. Killed? What makes you think that? Them's from out of town running a store. Taking business from the Order of Dagon. They'd not accept that. What else can you tell me about this port? Ye just bring old Zadok a bottle of something nice, and old Zadok will fill your ears. Ja, den guten Zadok gibt es tatsächlich auch in der Kurzgeschichte. Da wird er aber ein bisschen anders eingeführt. Hier ist er ja, sagen wir mal, der ganz, ganz typische Trunkenbold, der auch sehr offensiv mit uns umgeht. Der sagt, na, gib uns was zu trinken und dann erzählen wir dir alles. Ja. There's lightning on young blast. How to leave what map renders. For the storm is gathering fast. Toll. 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 If you pardon my asking, have you lived here in this port all your life? Less 37 years in old lady Warren's house. Before that, over by Fishing Canary. Canary! Old Lady Warren's house? Go and fetch me a bottle of something to wet old Zadok's whistle, and I'll tell you all. Ja? What can you tell me about Innsmouth? Just fetch me a bottle of fine liquor, you okay. Fella, and I'll tell you all. Ja, ja. A drunkard knows something. I don't think it would take much to get his tongue wagging. Auch wieder sehr detektivisch. Der Zadok in der Kurzgeschichte Schatten über Innsmouth ist tatsächlich eher so ein bisschen distanzierter und die Hauptfigur entscheidet sich halt da, eben selbstständig ein bisschen was einzuflößen, um rauszukriegen, was denn hier mit dieser Stadt ist, so ein bisschen diese Gerüchte zu erfahren. Finde ich aber sehr nett eingebunden, zumal hier auch wirklich dann Zitate aus der Geschichte noch zu hören sein werden. So, wir wollen aber hier rein, in diesen Laden. Und man sieht es jetzt hier nicht, aber da sind so Kratzspuren dran an der Tür. Und hier kommen wir aber nicht so einfach vorbei, aber vielleicht... Evening, Constable. Hey, I'm busy. No time for talking to strangers. I'm Detective Jack Walters. I've been hired by the regional manager of the First National. And I'm Constable Burke, and I'm the law around these parts, and I'm still not talking to you. Now get back. This is the place to be stood about. Move along. If you could just answer a couple of questions. I already told you once. Get lost before I have you arrested. What the hell for? Disrupting the peace. I just want to know if you have any leads on the Burnham lad. Nope. But I'm reckoning he's fled to Boston. Plenty of his type that way. His type? Troublemakers. Them's not respecting the law. There's no proof he did anything wrong. If he had the keys, why break into his own store? Just detailed. A missing manager in a robbed store makes him guilty by my reckoning.